Hallo meine Lieben, am Anfang dieses Videos habe ich einfach alles etwas beschleunigt, weil das Schritte sind, die ich euch eigentlich nicht mehr zeigen muss, weil ich da genügend Videos zugemacht habe und deswegen quatsche ich jetzt nur noch so nebenbei drauf. Hier benutze ich Schablonen aus der Facebook-Gruppe Nageldesign Werkstatt, die mir bis jetzt sehr gut gefallen, weil sie einfach in Form bleiben, so wie man sie vorformt und trage mir dann hier einfach etwas Verlängerungsgel auf, also das ist ganz normales Aufbaugel. Und tue es für 15 Sekunden in die Lampe, pinche es und tue dann für den Rest die Hand auch nochmal in die Lampe. Hier trage ich mein Make-up-Gel auf, erst ganz dünn mit dem Pinsel und dann etwas dicker mit dieser Art Spotty. Ich weiß leider nicht mehr, wie das heißt, aber es ist wirklich wunderbar, damit zu arbeiten. Ja, ich werde hier das Undock-Verfahren anwenden, da habe ich euch ja auch ein Video zugemacht. Also alle Videolinks findet ihr wie immer unten in der Infobox oder oben rechts in der Ecke an der jeweiligen Stelle vom Video, wenn ihr mit dem PC zuschaut. Und hier feile ich das Ganze jetzt vor, feile mir die Smileline vor und etwas das Aufbaugel oben und etwas das Make-up-Gel, Entschuldigung, oben drauf. Und wenn das Ganze fertig ist, entferne ich den Staub und trage dann das Farbgel auf. Ich habe hier das Farbgel von den Madame Glam Gelen, das ist das Slow Burn, das ist so ein dunkelblau mit so einem leichten Schimmer und ich habe mir gedacht, ich habe so selten dunkelblaue Designs, dass ich einfach mal eins mache, es passt zur Jahreszeit, weil es draußen ja noch sehr kühl ist und ja, da hatte ich einfach Lust drauf und so ist das Ganze dann entstanden. Hier trage ich mir jetzt das Farbgel recht dünn auf und mache mir die Smileline schön und lasse das Ganze dann wieder für 2 Minuten aushärten. Hier benutze ich das Aufbaugel auch aus der Facebook-Gruppe Nageldesign Werkstatt. Das ist nämlich schön standfest, das mag ich sehr gerne. Es läuft euch also nicht in die Ränder oder irgendwie runter. Es bleibt wirklich da, wo ihr es haben wollt und trage es wieder mit dieser Art Spotty. Sorry, wenn ich nicht weiß, wie es heißt, aber es fällt mir gerade einfach nicht ein, auf und werde das Ganze auch wieder 2 Minuten aushärten lassen, wenn es so ist, wie ich es haben möchte. Dann entferne ich die Schwitzschicht wie immer und feile mir den Aufbau so, wie ich ihn haben möchte. Entferne ich noch den Feilstaub und viele haben ja auf Facebook schon gesehen, dass ich mir also One-Stroke-Nagelsticker selber hergestellt habe. Ich zeige euch im Verlauf des Videos noch, wie genau das funktioniert. Hier habe ich es einfach ein bisschen beschleunigt. Ich nehme mir jetzt diesen Sticker, den ich ausgeschnitten habe, trage dort etwas Tippkleber auf und klebe mir das Ganze so auf den Nagel, wie ich es haben möchte. Hier war ein Stückchen von dem Farbgel weggefeilt. Das habe ich jetzt einfach kaschiert, indem ich das da drüber geklebt habe. Nehme mir die andere Blume und klebe sie auch noch fest. Wichtig ist, dass das Ganze dann schön festgedrückt wird, dass einfach nichts mehr absteht und später dann irgendein Hobel entsteht, wenn ihr das Ganze versiegelt. Wenn das Ganze getrocknet ist, trage ich hier einfach ein Versiegelungsgel auf, härte das Ganze wieder für 2 Minuten aus und dieser Finger ist dann auch schon fertig. Auf dem Ringfinger hatte ich ein blaues Fullcover aufgetragen mit der gleichen Farbe und werde hier einfach nur noch diese Schrift stempeln. Die Schablone habe ich aus dem Original Clear Jelly Stamper Shop, der aus Kanada ist. Das habe ich mir damals mit dem Clear Jelly zusammenbestellt. Und das Tolle an diesem Stempel ist einfach, das Motiv hat jetzt nicht ganz auf den Finger gepasst. Ich trage mir das Ganze jetzt aber einfach nochmal auf und setze den Clear Jelly dann so an, dass es passt, dass es einfach so aussieht, als hätte ich das Motiv komplett auf den Nagel gestempelt. Wenn ihr nochmal wissen wollt, wie genau ihr mit dem umgehen müsst, verlinke ich euch das Ganze wieder oben rechts oder unten in der Infobox.
Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe jetzt eben den Schnelldurchlauf für den Daumen gemacht, weil ihr einfach schon wisst, wie ich das Ganze mache und ja, wie ich das Undock-Verfahren mache, also quasi diese Smileline-Vorfallen und wie ich Sticker auftrage. Das habe ich alles schon mal in Videos gezeigt. Ich habe auch immer den Link unten in die Infobox gepackt oder für die, die auf dem PC zuschauen, habe ich entweder oben rechts oder oben links auch immer ja, diesen Hinweis zum Video gemacht. Das heißt, da könnt ihr dann immer nachschauen, wie das Ganze funktioniert. Jetzt zeige ich euch nochmal ganz kurz, wie ich mir eigene Sticker herstelle, um einfach so One-Stroke auf die rechte Hand zu bekommen. Weil manchmal habe ich einfach keine Lust, auf die rechte Hand zu malen. Ich meine, viele können das verstehen. Die können gar nicht auf die rechte Hand malen. Und dafür ist halt dieses Sticker-Machen sehr gut. Und das zeige ich euch jetzt einfach. Und die verwendeten Produkte verlinke ich euch auch nochmal unten in der Infobox, welche ich aktuell verwende für One-Stroke. Das muss ich ja nicht jedes Mal wieder erzählen. Oder hier oben rechts in der Ecke, für die mit dem PC zuschauen. Ja, und jetzt werde ich das Ganze einfach schnell durchlaufen lassen und ja, zwischendurch immer wieder was erklären. Also als allererstes trage ich meine Farben, die ich brauche, auf. Und ich trage nie alle auf, sondern immer erst Schritt für Schritt. Das heißt, ich werde jetzt erst die Blüten machen, deswegen trage ich mir jetzt erst das, ja, ich weiß nicht, was es für eine Farbe ist, Pink, Magenta, was auch immer, und das Weiß auf. Und das Grün lasse ich noch in der Tube, weil dann das einfach nicht so schnell trocknet. Ja, jetzt lade ich meinen Pinsel und werde das Ganze auf meinem Konat-Stempel, ihr habt ja gesehen, ich habe den da eben rausgeholt, auftragen. Es klappt mit keinem anderen Stempel. Ich habe es mit dem Jelly probiert, ich habe es mit dem Mui-Stempel probiert. Das funktioniert nicht, weil die einfach zu glitschig oben drauf sind und die Farbe bleibt dann einfach nicht so schön drauf, wie sie es sonst immer macht. Deswegen mache ich das einfach mit dem Konat. Genau, und dann fange ich jetzt an, das Ganze aufzuzeichnen. Wie genau das funktioniert, habe ich schon mal ein Video zugedreht, werde ich jetzt hier nicht großartig erklären. Verlinke ich euch in der Infobox unten, wie ihr einfach One-Stroke-Blumen zeichnen könnt. Da erkläre ich das wirklich sehr, sehr detailliert. Oder oben rechts in der Ecke. Und jetzt fange ich an und mache das Ganze einfach ein bisschen schneller. Benutze ich einen flexiblen Versiegler und tropfe mir da so einen Tropfen drauf
Und verteile das wirklich sehr, sehr dünn. Ich finde, mit dem Pinsel von der Flasche bekommt man das nicht so dünn hin. Deswegen nehme ich hier mein, ganz ehrlich, ich weiß gerade nicht, wie das heißt, das Ding. Auf jeden Fall ist das vorne so sehr weich, hat so eine weiche Gummispitze und damit trage ich eigentlich immer alles für den Aufbau auf. Aber das ist super, weil dann kann ich das Ganze so schön dünn verteilen. Weil je dicker das wird, desto schlechter lässt sich das später halt auf den Nagel auftragen. Es darf aber auch nicht zu dünn sein, weil das Ganze dann beim Abmachen später brechen kann. Ich könnte es auch mit dem Pinsel auftragen, das geht natürlich auch, aber ich finde es mit dem Ding echt praktisch. So, und dann tue ich das Ganze in die Lampe für 2 Minuten und danach kann ich das ablösen und zurechtschneiden. So, nach 2 Minuten in der Lampe kann man den Stempel einfach ein bisschen zusammendrücken und ihr seht, es löst sich. Und ich würde es erst abnehmen, wenn sich alles gelöst hat. So, und dann nehme ich mir immer eine Pinzette oder die Finger. Ich finde meine Pinzette jetzt gerade nicht. Und dann schneide ich das Ganze aus und ich versuche das immer recht nah am Motiv auszuschneiden. Und keine Ecken oder sowas übrig zu lassen. Also wirklich schön rund schneiden mit der Nagelschere. Da muss man aufpassen, das reißt immer so ein bisschen. Da ich das hier sehr nah am Nagel platzieren will, schneide ich hier wirklich ganz nah am Motiv entlang. Und so ist mein Sticker dann fertig. Ich habe ihn früher immer mit, also einfach ins Gel eingelegt, also Versiegelungsgel aufgetragen, eingelegt. Aber mittlerweile ziehe ich es doch vor, Nagelkleber zu benutzen und klebe das Ganze auf, weil dort dann einfach alle Ecken nicht mehr abstehen, was beim Versiegler ab und zu passieren kann. Da ist es dann auch manchmal so, dass wenn ihr den Versiegler zu dick aufgetragen habt, dann könnt ihr es gar nicht schön einlegen, weil es sich gar nicht richtig formt, würde ich jetzt mal so nennen. Und ach, jetzt habe ich hier so ein paar Partikel drauf. So. Also runterfallen sollte das vielleicht auch nicht. Und ja, dann klebe ich das einfach auf den Nagel. Das habt ihr eben schon gesehen. Das heißt, ich drehe das Ganze um, packe das an einer ganz kleinen Stelle, nehme mir Nagelkleber. Da ist es toll, wenn man so einen guten Nagelkleber hat wie ich. Ich habe ja den aus der Facebook-Gruppe Nageldesign Werkstatt. Der klebt ja wirklich sehr, sehr schnell und gut und da braucht man auch nicht so viel. Und dann streiche ich den Pinsel einfach mal ein bisschen ab und trage den wirklich hauchdünn auf. Da kann man schon sehen, das Motiv wird wieder blind. Also nicht mehr so matt. Überall hauchdünn auftragen und dann ganz schnell dorthin legen, wo man es haben möchte. Und festdrücken. Aufpassen, dass man nicht selber festklebt, so wie ich jetzt gerade. Und dann drücke ich das eigentlich nur noch meistens mit einem Pferdefüßchen oder so fest. Natürlich haben wir jetzt hier einen schönen Vorführeffekt und ich kriege nicht alles festgeklebt. Da hebe ich dann einfach die entsprechenden Stellen nochmal an. Etwas Kleber drunter. Und drücke das Ganze nochmal fest. So, nach ein paar Schwierigkeiten musste ich die Sticker leider nochmal neu machen. Ja, es ist halt immer schwer, mit links auf rechts aufzutragen. Auf jeden Fall habe ich die mit Tippkleber festgeklebt, weil dann einfach keine Ecken mehr abstehen. Und jetzt nehme ich mir einfach Versiegelungsgel und versiegel das Ganze doppelt, damit einfach nichts absteht. Und dann zeige ich euch gleich das Endergebnis. So, das ist jetzt das Endergebnis. Ich bin froh, dass ich sie endlich fertig habe, weil ich bin wirklich eine Woche auf der Arbeit mit einer gemachten Hand und der anderen mit den roten Fullcover rumgelaufen und ich habe mich so geschämt. Und ja, das passiert halt manchmal, wenn man keine Zeit hat. Ich hatte nur noch Spätdienst und hatte überhaupt keine Zeit, ein Video zu drehen, geschweige denn meine Nägel zu machen.
Und ja, jetzt sind sie fertig. Ich hoffe, sie gefallen euch genauso wie mir. Leider gefällt mir hier der eine Mittelfinger nicht. Aber ihr kennt mich ja, ich finde immer irgendwas zu meckern. Ja, ich hatte mich endlich mal an Blau rangetraut. Und ja, ich muss sagen, ich bin echt begeistert von dem Design. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao.